Viele Städte in Europa investieren in nachhaltige Mobilität. Dazu gehören Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und vielfältige Sharing-Angebote. Alles bequem vernetzt über das Smartphone. Wie steht es um die Akzeptanz dieser Angebote? Vielen älteren Menschen fällt der Umstieg darauf schwer. Hier kommt das EU-Projekt Green Silver Age Mobility, kurz Green SAM, ins Spiel. 8 Projektpartner aus dem Ostseeraum arbeiten gemeinsam daran, ältere Menschen an der Gestaltung nachhaltiger Mobilitätsangebote zu beteiligen. Das Ziel? Physische, mentale und digitale Barrieren abbauen. In Danzig und Tartu werden Strategien zur seniorenfreundlichen Gestaltung von Fahrradverleihsystemen entwickelt. Aarhus, Riga und die finnische Region Wallonia arbeiten daran, den öffentlichen Nahverkehr an die Bedürfnisse der älteren Generation anzupassen. Hamburg geht der Frage nach, wie eine seniorenfreundliche Gestaltung an Umstiegspunkten nachhaltiger Mobilität aussieht. Wir haben ältere Menschen vor Ort befragt und dann gemeinsam mit ihnen die zentralen Anforderungen an Umstiegspunkte erarbeitet. Und daraus entsteht nun ein Leitfaden für Planerinnen und Planer. Und wir werden ganz konkret hier in Eimsbüttel an Umstiegspunkten exemplarische Maßnahmen umsetzen. Hier zum Beispiel ist es für ältere Menschen recht unübersichtlich, wie an vielen anderen Orten, an solchen Umstiegspunkten. Seniorengerechte Infrastruktur ist dagegen barrierefrei, einfach in der Orientierung, übersichtlich, sicher und unterstützend.